Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tretin und wir befinden uns heute hier in einem neuen kleinen Video von mir. Ja, dieses Video ist ziemlich an die How to Survive-Reihe angelegt. Ich möchte euch heute mal ein kleines Video zeigen, wenn ihr günstig überleben wollt in einer Apokalypse, dann habe ich euch mal ein kleines Kit zusammengestellt. Ich habe das auch als Playlist insgesamt gespeichert. Das könnt ihr dann euch auch nochmal hier angucken. Ich habe das als Wunschzettel gemacht und habe den so hingestellt, dass wenn ihr auf den Link klickt, dass ihr raufklicken könnt. Ich habe nichts irgendwie gemacht, dass ihr mich beim Kauf unterstützt. Also es ist wirklich einfach nur der ganz normale Link. Ich bekomme dadurch keine Vorteile, gar nichts. Selbst wenn, das wäre ja auch scheißegal. Aber ich habe das einfach jetzt nur mal so gemacht, weil ich die Idee ganz interessant fand. Das gibt es auch von anderen Sachen. Ich habe das schon mal zum Beispiel schon mal gesehen. Da hat jemand einen Gamer-PC vorgeschlagen. Und der stellt dann halt eine Preiskategorie vor. Zum Beispiel sagen wir mal 1000 Euro, 1500 und 2000 Euro. Und ich möchte euch das jetzt auch mal so mit dem Survival Sachen zeigen, bloß dass ich da nicht so viel reinstecke. Das günstige Segment, was ich euch jetzt zeigen werde, das kostet nicht mal 150 Euro. Also mein Limit war 150 Euro. Hier wir haben 147,42 ohne Versandkosten. Und ja, das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, was ich hier genommen habe. Ich werde auf die einzelnen Dinge noch mal ein bisschen eingehen, aber naja, also ich kann jetzt auch nicht stundenlang darüber reden. Fangen wir einfach mal an. Am Anfang ist es ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall Wasser habt. Wasser ist essentiell wichtig, dass ihr halt überleben könnt. Und im günstigen Segment kriegt man hier einen kleinen Wasserfilter für gerade mal 33,99. Dazu gibt es dann halt noch so einen kleinen Wasserbeutel und hier Cleaning-Dingens, also zum Reinigen und halt ein Trinkhalm, so ein Trinkröhrchen. Und ja, für das günstige Segment müssen wir versuchen, jeden Cent zu sparen. Ihr habt ja gesehen, wie knapp das Ergebnis war. Da musste ich auch schon ein bisschen was umstellen, damit ich überhaupt auf die 150 Euro wieder runterkomme. Und ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe ordentlich gesucht. Ich hoffe, es gefällt euch. Also auf jeden Fall hier einmal Wasser. Als Zweites ist natürlich auch Essen wichtig. Man kann nicht davon ausgehen, dass man sofort alles Mögliche an Essen hat. Zum Beispiel hat man vielleicht noch Konservendosen oder so zwar liegen, aber man braucht ja auch irgendwie fleischliche Nahrung. Fleisch an sich, also Hirsche, Rehe und all so ein Zeug, wird sehr schwer zu fangen sein. Deswegen stelle ich euch mal einfach hier ein kleines Angelset vor. Richtig günstig. Ich bin echt erstaunt, dass es so günstig ist. Es gibt auch keinen Rabatt, wie ihr sehen könnt, also es ist wirklich so günstig, wie es hier gezeigt wird. Klar, die Bewertung ist nicht gut, also es kann nicht die beste Ware sein, aber man muss halt im Preissegment halt gucken, was man da haben will. Hier sieht man eine kleine Angel plus Angelkoffer und ja, für 11,95 € kann man da nicht wirklich viel falsch machen. Gehen wir einfach mal weiter. Nun kommen wir zum Schlafpunkt. Man braucht hier mehrere Sachen, nicht nur das Zelt. Das Zelt ist zwar ein Zwei-Personen-Zelt, wie hier steht auch, aber ich habe darauf geachtet, dass es halt für eine Person ausgelegt ist alles, damit man auch ein bisschen mehr Platz hat und man muss ja auch die Sachen irgendwie unterbekommen. Hier sehen wir einen Schlafsack. Es ist in der Größe 230, also 2,30 Meter mal 80 mal 55. Das liegt einfach daran, die normalen Schlafsäcke, die sind nur 1,80 oder so groß, ist meiner Meinung nach ein bisschen klein, weil ich selbst 1,89 bin, wodurch so ein kleiner Schlafsack unbrauchbar für mich wäre. Deswegen habe ich den großen genommen, ist auch nur minimal teurer. Falls man wirklich nur einen 1,80 Meter Schlafsack braucht, dann kriegt man auch einen für unter 10 Euro, habe ich gesehen, wobei 1,80 schon echt klein ist und meiner Meinung nach kann man dann halt diese 6 Euro mehr bezahlen, die 7 Euro, von daher ist es total egal. Hier habe ich noch eine ganz einfache Isomatte. Ja, sie ist etwas kleiner als der Schlafsack. Aber man braucht auch nicht so eine riesen Isomatte. Die ist einfach nur dafür da, dass man keine Wärme nach unten wirklich abgibt, dass es wirklich ein bisschen wärmt und man die Körperwärme behält. Ganz wichtig ist auch First Aid Kit, also ein Erste-Hilfe-Kasten. Da habe ich darauf geachtet, dass man auf jeden Fall einen drin hat. Selbst im günstigen Segment sollte einer drin sein. Kostet nicht viel, 97. Ich hatte vorher einen, der hatte 11 Euro noch was gekostet. Der war
hatte ein bisschen mehr Ausstattung, aber man sollte mit diesen 97 Koffer auch ganz gut klarkommen. Man muss ja nicht jeden Tag sich die Binden wechseln, wenn man keine Verletzung hat. Wichtig ist auch ein Messer. Ich habe hier darauf geachtet, dass man ein Messer hat, was man auch benutzen kann, um Sachen wirklich effektiv zu schneiden. Es ist relativ groß, robust und man hat ja auch noch ein Stück Schnur. Falls man die abmacht, hat man zwar noch immer ein Messer, aber da fehlt halt der Griff. Ist nicht weiter schlimm, bloß man kann diese Schnur eventuell auch für was anderes benutzen. Das ist ganz vorteilhaft. Wenn man hinten, also wenn man vorne an der Klinge hier vorne das zum Beispiel ans Holz hält und hinten mit dem Stein draufhaut, hat man gleichzeitig noch eine Axt. Darauf habe ich auch geachtet, dass es halt robust ist. Und für 14,95 kriegt man da schon echt was Gutes. Gehen wir mal weiter. Hier gibt es ein kleines Survival-Kit für 11,89 €. Dieses habe ich auch mal unboxed. Das könnt ihr euch auch in der Videobeschreibung angucken. Oder ihr klickt mal kurz hier oben in die Ecke. Da werde ich das hier einblenden und verlinken. Einfach raufklicken und dann könnt ihr euch das nochmal angucken, das kleine Unboxing. Hier sehen wir einen kleinen Feuerstarter. Das ist sowas, so ein Magnesiumstab, den man am Metall reibt, hier dieses Metallstück, und dadurch entstehen Funken. Mit den Funken kann man dann Feuer machen. Wichtig ist auch, dass das Messer immer schön scharf ist, weil ein stumpfes Messer bringt euch nichts. Was soll man damit denn schneiden können? Dann reißt man eher, und das ist nicht der Sinn der Sache, sorry. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aus dem Grund ein Messerschärfer. Und zu guter Letzt habe ich hier nochmal eine Feldflasche mit Aluminiumbecher. Den habe ich auch, sieht man hier auch, habe ich auch gekauft mal. Ist schon ein bisschen länger her, ja. Wir haben 2015, das hier ist von noch von 2013. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein guter Becher. Dieses Aluminium ist schön stabil. Man kann es auch aufs offene Feuer stellen, damit Wasser abkochen oder eine Suppe drin machen oder sonstiges. Man kann es auch als Mini-Pfanne benutzen. Die Flasche an sich ist aus Plastik, die kann man dann nicht übers Feuer halten. Zumindest wäre es nicht ratsam, aber es ist ganz gut. Hier steht 1 Liter Kapazität. Man kriegt hier auch noch einen Beutel, der, wenn ich mich nicht irre, mit 2 Litern ist. Das heißt, man hat insgesamt 3 Liter, ist nicht viel, aber man kann dann öfters halt mit dieser Wasserpumpe kann man hier öfters hier das Wasser reinpumpen und man hat dann eigentlich genug Wasser immer, wenn man direkt an der Wasserquelle ist. Hier habe ich das alles nochmal aufgelistet. Der Link ist natürlich auch wieder in der Videobeschreibung, wie schon gesagt. Ihr könnt draufklicken und euch die verschiedenen Sachen bestellen. Und ja, alles in allem ohne Versandkosten ist es noch unter 150 €. Das war mein Ziel. Das habe ich soweit geschafft. Das nächste Preissegment, was ich dann noch ansteuern würde, wäre so knappe 250 €, wo man dann schon etwas gehobenere Sachen bekommt. Wobei man auch mit diesem 150-Euro-Kit wirklich überleben kann in einer Apokalypse. Und ich empfehle euch einfach mal selber darüber nachzudenken, ob ihr gleich was Hochwertigeres haben wollt oder erstmal das Billige bzw. Günstige und dann im Nachhinein eventuell noch aufstocken. Das war es eigentlich soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr daran Interesse habt, dann finde ich es gut. Das sehe ich dann ja auch an den Views. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, euer Tritin.